Hallo, ich bin der Hans-Dieter Reisert, das ist der Thomas Gleisner. Wir sind beide von der Firma Airvolt und stellen heute den neuen Arcus im Maßstab 1 zu 2,7 vor. Das Modell ist in Voll-GFK-Bauweise aufgebaut und ist im Maßstab 1 zu 2,7 hergestellt. Spannweite 7,40 Meter. Wir haben einen Vollcarbonflügel, ja, einen 6-Klappenflügel mit Störklappen und einem HQ-Profil. Die Konstruktion der Maschine und die Berechnung hat der Dr. Helmut Quabeck gemacht, bei dem wir uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken möchten für die außerordentlich gelungene Berechnung und Konstruktion. Das, was er sich in der Theorie überlegt hatte, ist im Modell zu 100% realisiert worden. Das Modell hat ausgesprochen gute Flugeigenschaften, sehr gute Flugleistungen in der Thermik und auch, wie man vielleicht gesehen hat auf dem Video, so ein bisschen sehr gute dynamische Flugeigenschaften und auch äußerst gutmütig bei der Landung. Verbaut haben wir hier einen 10S-Antrieb mit einem AFT25 von der Firma Schambeck und haben so bei den 7,40 Meter Spannweite ein Abfluggewicht von 23 Kilogramm. Der Rumpfaufbau ist wie immer im Bereich des Einziehfahrwerks und des AFT-Antriebs komplett mit dem Kohlenfaser-Ringspann verstärkt. Ebenso der hintere Leitwerksbereich in dem Übergang zum Seitenleitwerk komplett in Kohlefaser verstärkt. Der Tragflügel, markant hierbei ist zu erwähnen, dass es auch eine schwimmende Lagerung ist. Das heißt, es sind zwei Rollenbrücken, die sich gegenseitig abstützen in dem gegenüberliegenden Flügelanschluss. Also quasi wie beim Original hergestellt und gesichert durch einen zentralen Stift, der die beiden Holmteile miteinander verbindet. Das große Klapptriebwerk von Schambeck, das AFT 25 IMO, wird ab sofort mit neuem Regler, dem YGE 120 AFD und neu entwickelter Propellerrückstellung ausgeliefert. Der Einblattpropeller wird im neuen System direkt über den Antriebsmotor positioniert und arretiert. Die Positionierungsermittlung des Propellers erfolgt berührungsfrei über Prozessorsteuerung und erzeugt keinerlei mechanischen Verschleiß. Für den großen Arcus gibt es auch ein Cockpit als Zubehör. Hier ein Blick in das fertig ausgebaute Modell. Die Panels stammen von der Firma Noll und sind wirklich sehr, sehr schön gemacht. So, nun aber zum Fliegen. Der 10S-Antrieb schleppt den Segler, wie man sieht, perfekt auf Höhe. Wie bereits vorher von Hans-Dieter Reisert angesprochen, hat der Arcus einen sehr guten Gleitwinkel, ein tolles Kurvenverhalten und ist auch im Schnellflug sehr unkritisch zu fliegen. Bei diesen aerodynamischen Voraussetzungen macht es einfach Spaß, mit dem Segler sowohl in Thermik zu kreisen, als auch mal die flottere Gangart einzunehmen.
Wir danken dem Thomas Gleisner für seine Flugverführung und haben jetzt noch eine kleine Überraschung. Ja, hallo, liebe Freunde des Segelflugs. Wir sind gerade zurückgekommen vom Gaugen in Österreich und haben euch von da ein paar schöne Aufnahmen mitgebracht vom Hangfliegen, die auch die ganze Dynamik und die Durchzugskraft des Modells noch so ein bisschen besser vermitteln. Auf jeden Fall empfehlenswert, kann ich nur empfehlen, mal dahin zu fahren und sich das vor Ort anzuschauen und vielleicht auch mal selbst da zu fliegen. Eine tolle Sache. Ja, aktuelle Lieferzeit ist ca. 4 bis 5 Monate. Das Modell wird immer individuell auf Kundenwunsch hergestellt und von daher können wir immer auf die jeweiligen Wünsche des Kunden eingehen. Das wird also erst dann so gebaut, wie der Kunde das bestellt, beziehungsweise mit den entsprechenden Modifikationen, Änderungen oder was auch immer er sich vorstellt. Andere Flügelfarben Unterseite zum Beispiel wäre eine Option oder generell andere Dekors, Details etc. Das ist alles per Absprache machbar. Wenn jemand das Modell quasi flugfertig übernehmen will, das geht selbstverständlich auch. Das wird über den Bauservice entsprechend angeboten.